Er ist 31 Jahre alt, ist genauso viel tätowiert, wie viele Jahre er alt ist. Er ist Vater eines 7-jährigen Kindes und hat gerade seit 3 Jahren einen Hund, was so ähnlich ist, wie ein kleines Kind zu haben. Ich freue mich sehr. Hier ist Dennis Grund. Ja, moin moin. Alles gut bei euch? Das ändern wir gleich. Ja. Das Ding ist, ich möchte mal gerne mit euch über WhatsApp sprechen. Wer hat kein WhatsApp von euch? Einmal Hand hoch, kurz. 3, 4 Lachse haben immer, ne, schön gegen den Strom, das läuft dann bei denen. Das Ding ist, die meisten werden es kennen, die meisten werden es hassen. Du wartest auf eine Antwort und das, was du siehst, ist online. Schreibt, 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 online. Schreibt, 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 online. Schreibt, 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 schreibt. Offline, keine Antwort. Was ist da los? Ja, spontan Vertrag gekündigt? Oder zu lange vom Apple Store gestanden? Man weiß es immer nicht. Und ich habe das live miterlebt. Ich bin Friseur vom Hauptberuf und ich hatte eine Kundin, ich habe ihr die Haare gefärbt. Sie saß da und ich lese halt mit. Normal. Ja. Und ich konnte halt seine letzte Aussage lesen und die war groß geschrieben mit 38 Ausrufezeichen. Jetzt sag doch mal was dazu. Und sie macht genau das. Sie ist online, schreibt, schreibt, schreibt und irgendwann so, na, legt das Handy weg. Hey, Miststück. Habe ich gedacht. Ja. Aber ich habe mich nicht getraut zu reagieren. Ich hatte so, ich könnte ja sagen so, Mäuschen, du musst schreiben. Machst du aber nicht, weil dann weiß sie, dass ich mitlese und das möchte ich halt auch nicht. Ja. Das heißt, ich habe es dann ganz oft, ganz schonend beigebracht. Ich habe ihr die Konturen ganz tief gemalt, den Nacken ganz dunkel und die Ohren habe ich schwarz gelassen. Ich glaube, sie hat es verstanden. Das Problem ist, du weißt nie, wann du was sagen kannst oder wann nicht oder wann du die Klappe halten sollst. Ich bin zum Beispiel letztens in der Bahn gefahren und neben mir ein Typ hat getindert. Ne, die Dating-App, so, du kannst da rechts wischen für gefällt mir, links für gefällt mir nicht. Erst wenn beide rechts gedrückt haben, kannst du schreiben. Und er hält das Handy halt so, dass ich zugucken musste. Und er wischt nach rechts und ich dachte so, oh, die hätte ich auch genommen. Er wischt nochmal nach rechts, die hätte ich auf jeden Fall genommen. Er wischt nach links, oh, ein Pferdefoto. Also es war nach dem zweiten Bild, nein. Ja? Und er klickt zurück, wischt nach rechts für gefällt ihm. Ich gucke ihn an, Digga! Ich hätte es nicht genommen. Ja? Und ich müsste daraus lernen, aber das tue ich nicht. Ich bin letztens nach Düsseldorf gefahren mit dem Flixbus. Was schon schlimm genug war. Und ich bin eingepennt und auf einmal wache ich auf, neben mir saß auf einmal ein Typ und ich sitze da so irgendwie halb am Schlafen und ich gucke halt in sein Handy und lese mit, 2,5 Minuten lang und irgendwann fällt mir auf, dass es ein krasser Sex-Chat ist, ja, aufs Übelste und ich lese so 2,5 Minuten weiter und irgendwann kommt so, ja, jetzt dreh ich dich um und dann gebe ich dir hart von hinten und ich so, oh yes. Er guckt mich an, ich guck ihn an. Ich hätte das schon viel eher gemacht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Dankeschön.